Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Und wir sind hier jetzt noch also in der Freudenfeste, auf dem Gebiet der Freudenfeste, wollen die Ja, Insel verlassen. genau. Aber Hier ich gab es noch denke, was zu buddeln. aha. Das hat der Prinz ausgebuddelt und auch eingesackt, aber nichts Besonderes. Nee, alles nur so. Hammer, Aha. Einhandschwert, alles nur normale, Sachen, ja. blöde Sachen. Kann man Gut. verkaufen. Gut. Verfluchtes Blut. Ja, hier ist überall verfluchtes Blut. Das werden wir gleich mal wegmachen Das ist von müssen. den Kreischern, oder wie? Da hingen ja die beiden Kreischer dran. So, da unten ist Gareth, der steht da unten schon. Ja, dem werden wir jetzt Bescheid sagen, dass wir Ja. so weit sind. Reich gekleidet, ich meine, sieht aus wie jemand, der Geld Praise hat. be, you have silenced the shriekers and cleared our way. Yet it seems I'm in need of you again, my friend. Ja, Ach ärmlich ja. gekleidet sieht anders aus. You have any more miracles in you? Was willst du? Ja, We've got genau. a boat ready to row to the Lady Vengeance. But if Alexander sees us bobbing among the waves, we'll be shark chow. Ja. So we split up. I take the seekers to the Lady Vengeance. You go to the ruins and keep Alexander busy. He'll be expecting a breeze. Show him that you're a hurricane. Ah ja, danke schön. Wir werden es versuchen. Are you ready? We've got Ja. right. He takes the Ja. news calmly. A moment passes as he calculates the consequences, assessing this new world as it opens up before him. He nods his thanks, then raises his voice. Seekers, we move. You are Lucian's eyes and ears. You are his sword and his shield. Burn the blackness with your holy fire. Gut. Na gut, da gehen Sie hin Da gehen Sie hin und und wir. stürmen das Schiff. Wir haben noch Schrieker. Also Kreischer. Ja. I see flurries and the air Ah. Ach, throbs. Slane. Look. Guck mal, Ja. Drache. Das war Slane, der war Ach. aber flinke. Slane hat die Hat die Suche abgewürgt. hier weggeputzt. Na, das ist Ich natürlich sehr glaube, das hier können erfreulich. wir uns schenken. Hier ist Ja, nichts ja. mehr. Nö. Das war ja wirklich nett von ihm. Also Ja. lohnt es sich, freundlich zu sein zu einem Drachen. Ja. Also zu diesem Drachen auf jeden Ja, Fall. Drachen sind sowieso Ja, wir toll. mögen sowieso Drachen. Wir hätten nichts gegen einen Drachen als Begleiter, obwohl er so Als groß ist. Haustier. So, jetzt müssen wir uns aber um diese Jetzt will Blutlache ich aber kümmern. vermeiden, dass die durch diese Genau. Pfütze latschen. Dann segne sie mal. Du kennst dich ja aus. Ja. Mit verflucht. Mach weg. So, jetzt ist normales Blut. Kann Und da jetzt bleiben. hämmer's mal weg. Obwohl das Blut alles stört Brauchst du nicht. eigentlich Das kann gar das, das nicht. tut uns ja. Ist ja wurscht. Wir haben's ja. Na. So. Kann man wieder anhängen. Gehen wir mal ein Stück vor. So, der Hammer müsste. Naja. Seht ihr nicht Ach, das ähnlich, ist ja sich zu Alexander, der verspäten? das sagt. Der wartet eigentlich auf die. Auf, ja, Delis, Dallas. den Hammer. If any seekers survive, we'll have to deal with them. So. A pity they didn't just listen. All this could have Moment. been averted. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Ja. Dieser Alexander trägt ja auch den Kragen des in Anführungsstriche Quellverseuchten, oder? Magiers. Stay ready. If any seekers survived, Er hat we'll einen have to Kragen, deal with them. eindeutig. A Der pity ist they halt didn't wohl just an der listen. kurzen Leine, ja? All this could have been averted. Ja, es ist wirklich. Ich So. verstehe den nicht. Es muss selten dämlich sein, aber naja. Ja. Dann fangen wir mal an. Stellen den kleinen Mann nach vorne. There could be boy broken nearby. Stay ready. Ja. If any seekers survive, we'll have to deal with them.
A pity they didn't just listen. All this could have been averted. So. Jetzt stellen wir in eine Pfütze. There could be void woken nearby. Stay ready. If any seekers survive, das war zwar die falsche Reihenfolge, aber das macht hier nichts. Pity they didn't just. All this could have been averted. Nee, der ist weg, ne? Das hat ihn wohl nicht, hat er nicht ausgehalten, den Strom. Der Kleine. Die Inkarnation. Das war jetzt nicht so intelligent, oder? Mach, lass ihn lieber einen riesen Wasserschaden machen. Na, endlich. Kein Strom mehr drauf. So, ja, jetzt. Das lässt sich aber noch machen. Nee, Strom hast du ja vorhin, hast du den da ja mit beseitigt, glaube ich. Denn er ist ja dann wieder Nee, das war ja das. Komische Ding, was du da immer drauf packst. So. Das ist ja keine Inkarnation. Na gut, okay. Gehen wir hier vorne hin. Ach so. Und den Rest heben wir uns mal auf. Lass die ruhig mal kommen. Ach, der ist doch noch da. Ach so, nee, du hast einen neuen gemacht. Das Totem habe ich neu gemacht. Totem ist das, ja. Guck mal, da haben wir die Nahkämpfer. Und da ist ein Scharfschützin. Da ist ein Magister Metamorph. Metamorph, genau. Ja, dann werden wir schön also da hinten Stück bleiben. Insgesamt. Die ruhig da durchlatschen, wenn sie zu uns wollen. Ja, der erwischt auch. Bestie macht uns ein bisschen schneller. Glory is mine. So, und ein unheimliches Ausweichen auf den Prinz ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dann kann er noch eine Winterexplosion. Das ist verschwunden. Damit kriegen wir nämlich nur einen. Magische Rüstung halbiert. Oh, kommt hier gleich hoch. Da kommt einer. Ah, der kann doch bis zu uns. So, klar, so. Da ist er ja. So, Petrella. Na, wir haben hier einen hier in unseren Reihen. Die verstärkt uns erstmal ein bisschen. Dann mal gucken, kann man ja mehrere setzen davon? Probieren wir es mal. Ja. Ja. Geht. Ich glaube, wir hatten schon mal zwei. Ja, das wollte ich mal genauer wissen. Ich war mir nämlich da nicht so sicher. Ja, mehr kann sie nicht machen. Doch. Sie kann auch noch schießen, oder? Ja. Achso, du kannst auch Machtdurchtränkung. Nee, schießen kann sie nicht mehr. Durchtränkung machen, wie es geht, ja. Aber den kann sie machen. Achso, nee. Das sind ja nur Totems. Auf die Totems kann sie ja nicht. Okay. Nee, die kann nur auf die Inkarnation. Ja. Ja, Blitz auf dem Blitztotem ist natürlich besonders gut. Naja, das eine ist Wasser, das andere ist
So, Prinz. Ja, ich muss jetzt auf die Ansicht von oben gehen. Es hat keinen Zweck sonst. Er kann vielleicht eine Pütze auf ihn machen, ja. So, dann kann er mal ein Stück vor. Wenn er schon zwei Punkte. Ja, dann kann er nichts mehr machen. Nee, das bringt's nicht. Erwischt er den noch? Ja, dann kriegst du noch. Ein bisschen niederschlagen ist ja nicht verkehrt. Hey, zu kurz. Naja, auf dem Boden macht sie das ja. Ja, das Totem hat sie noch erwischt. Doch, die Inkarnation ist ja doch da. Hätte ich ja machen können. Da ist das Totem. Wo ist denn die Inkarnation? Hä? Na, wenn du nicht weißt, wo sie ist, ich kann es ja auch nicht. Halt, hier ist sie. Na, du musst doch da vorne hin, Mensch. Sollst du dir vielleicht sagen. Hau ihn. Geht nicht mehr. Hä? Was du danach nicht mehr. Ah, da hatte sich einer versteckt. Ein Attentäter. Hey. Ha? Auf den roten Prinzen. Jo. Ist gar da ist nicht so verkehrt. Das ist Magister Ritter, dann sollte er nicht einfach. Da ist der Attentäter. Da gehen wir erstmal auf den Attentäter. Ja. Dann haut ihr der Magister wahrscheinlich in den Rücken, aber bitte. So. Ja, wenn hinter warum den kann gehst? Ich den nicht von hinten erreichen? Naja. Doch, von da. Na gut. Du hast mich überzeugt. Wir machen es von hinten. Von hinten ist doch schöner. Ach. Naja, der ist so der gut. Ist schließlich ein Ritter. Ist nicht schlecht gerüstet. Aber. Jo. Man muss sie natürlich erstmal klein. Tausch-Hokus-Pokus macht er ja. Ja, ja. Mit wem hat er Tausch-Hokus-Pokus gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. So, Prinz. Hat noch 33. Ja, ja, das ist gar nicht so. Ohne. Reicht das? Schön. Nochmal? Nein. Na gut. So, Bestie. Na, Bestie sollte nicht weglaufen, da ist doch einer noch vor. Nein, ich guck nur. Aha. Ich muss doch den Zeiger bewegen, um mir die Leute anzugucken. Der hat noch 11 physisch. Der hat nicht mehr viel. Eigentlich könnte er auf den draufhauen, aber das braucht 3 Punkte. Das ist nicht gut, der braucht 3 Punkte. Wie sieht's aus? Oh, der hat keine magische Rüstung mehr. Dann kann er einfach ein magisches Geschoss, das müsste reichen. So, der ist Geschichte. Ach, das ist ja Bestie, stimmt. Das andere ist ja Feen. Ja, alles so, klar. Der hat Ritter auch... Ist ja Feen. Der hat 0 magisch. Ja. Dann hat nicht mehr viel.
Ja, dazu ist er viel zu weit weg. Da bräuchte er, oh, das sind fast 8 Meter. Nee, nee, nee. Aber er hat auch Nummer 12 physisch. Da machen wir mal einen Ansturm. Dann sind wir näher am Geschehen. So, der Metamorph kommt. Ja, teleportiert. Er hat Fane durch die Gegend teleportiert. Das, was wir so gut können, das kann er natürlich genauso. Armer Fane. Ja. So, Fane ist jetzt wo? Wen suchst du denn jetzt? Fane. Ich suche jetzt Fane, wo sie ihn hin teleportiert. Ja, Fane ist da oben, wahrscheinlich. Ja, nicht hier, das Lora. Nee, das ist Herr Lora. Nee, da. Wo ist Fane? Na, da, wo die Totems sind, da oben müsste er sein, wo der gelbe, wo die gelbe Flagge ist, oder? Da ist kein Fane. Nee, da ist er nicht. Das ist der Bischof. Nee, sind nur zwei. Tja, mittendrin, Inkarnation. Da ist die Inkarnation. Das ist ganz schön blöd, man findet das nicht so leicht wieder. Tja. Okay. Also, wir werden ihn schon noch finden. Wirbelwind. 58 physische Rüstung, passt ihm gut. Oh, jetzt wird er langsam mächtig. Aber Fane habe ich immer noch nicht gefunden. Braucht irgendjemand Hilfe? Sieht noch nicht so aus, außer der Inkarnation. Sie kann ihm ja noch einen Totem zur Seite stellen. Wer ist das? Elektro-Totem. Ach, das ist das Elektro-Totem, ja. Jo. Gut. Und dann kann sie noch, aber hier irgendwo mehrere, die wir erwischen können. Wie sieht der aus? Nein, der sieht noch zu gut aus. Den können wir reduzieren. Ja. Jetzt kommt das. Ja, ja. Fane ist hier. Der ist hinter Petrella. Also das ist jetzt. Fane ist da, wo Petrella ist eigentlich. Aha. Also, der ist gar nicht weit teleportiert worden. Siehst du ihn mit 2 Messern? Ja. Ja. Da ist er jetzt auch, er ist ja dran. Ja, er ist ja auch dran. Dann kann, er kann sich auf den hauen, der haut ja Petrella. Ach so. Ja, ist gut. Er muss ihn ich habe ihn stechen. Nur in Position gebracht. Ja. Moment, wie sieht der aus? Noch 11 physisch. Weg ist er. Futsch. Das ist gut. Futschikato. So. Dann fehlt dem noch ein bisschen was. Jawoll. Ich soll es nicht verschreien, aber bis jetzt läuft es. Naja, ja, ich würde vorsichtig sein. Du weißt ja. Ja, ja. Jetzt kommt hier. Was kommt da? Was ist denn das? Ach, ist der jetzt von dem gerufen? Alexander hat den gerufen. Oh nee, da. Kann er ja gar nicht, der kann ja gar nicht zaubern. Ja, stimmt. Er hat ja dieses Ding. Ein lernt erwachter Bourbon. Na gut. Er will, dass wir alle sterben. Ich bin eher dafür, dass der stirbt. Do you see now? Your foul sorcery. Du bist ein Idiot. Ja, ja, ja. Depp. Genau. Ja. Halt die Klappe und kämpf. Ich fürchte, du hast dich ein bisschen zu früh gefreut. Ja, 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 ich sagte ja, man soll es nicht verschreien. So, Prinz. Gucken wir mal, wie sieht er aus. Er hat ein bisschen Feuer und ein bisschen Giftresistenz, viel Erdresistenz, also da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Stufe 8,
500 Leben, 200 physisch, 133 magisch. Ja. Er sollte sich erst mal verstärken. So, hat er? Müsste. Bestärkt steht er. Stand er. Ja, müsste. Gut, dann drückt er ihn. Wähle dein Ziel aus. Ja? Ja. Mann, nee, ich muss da. Er muss da nach hinten. Nein. Blödes Vieh. So. Und dann auf ihn mit Gebrüll, ja? Wir müssen seine Rüstung runterkriegen. Ja, hat ganz schön viel. 70. Lieber Scholli, das wird Arbeit. So. Zumal wir haben ja noch Feinde, andere Feinde. Sag mal, Luft und Wasser. Der ist so groß, den trifft Luft man und gar Wasser, nicht. Nee. Nee, kein Luft- und Wasserresistenz, ja. Das ist gut. Dann können wir ihn nämlich mit Blitz und Wasser aktivieren. Ja, viel hat das auch nicht gerade gebracht, ne? Ich kann es nicht brauchen. Der ist so groß, ich kann ihn nicht übersehen. So, jetzt müsste das doch funktionieren. Das wird. Ach, das ist ehrlich. Das blitzt nicht. Was können wir machen? Ja, das können wir machen. Genau. Regeneriert die magische Rüstung von allen rundum. Da müssen wir nämlich alle reingehen. 30 schon drin. Nur Petrella ist da draußen. Aha. So, und Petrella. Hat doch nette Pfeilchen. Nehmen wir mal einen Eispfeil, ja? Ja, immer noch. 70. Magische und 87 physische außer Sicht. Wer hat denn da diesen dämlichen Nebel gemacht? Dem was? Nebel. Das hat bestimmt Alexander. Ach, der kann ja nicht. Der kann ja nicht. Der kann nicht zaubern. Ich habe keine Ahnung, wer es kann. Ja, was kann sie denn da machen? Also sie kann nicht schießen, wenn sie. Nein, sie kann ihn nicht treffen. Außer Sichtweite. Weil da dieser blöde Dunst ist. Das ist das Totem. Das ist das Totem. Ah, das ist der Bohrbohr. Was kann die denn noch? Ach so. Die kann nur schießen, sonst gar nichts. Ich meine, gut, sie kann Inkarnation herbeischwören und so. Ja. Das kann sie ja probieren. Kann sie die Information ein bisschen verbessern. Fernsicht durchdrehen können. Ja, kann sie nicht. Sie könnte die Position wechseln, aber wozu? Sie steht gar nicht so schlecht. Die Inkarnation kann. Macht physischen Schaden, ist in Ordnung. Klar. Wir müssen ja die physische Rüstung runterkriegen. Ist auf 39. Hau mal zu, jetzt ist sie weg, die physische Rüstung. Das ist gut. Ja, ja, und die kämpft natürlich gegen unsere. Ein hat ein Nest ausgesetzt. Oh, weia. Aha, der kämpft jetzt gegen den Bischof. Ja, soll uns recht sein. Ja, guck mal, jetzt sind wir ganz alleine hier. Alle haben uns verlassen. Keiner mehr da. Naja, wir haben da noch ein Ding rumhängen. Oder noch was.
Da ist der Wurm. Da ist die Scharfschützin. Da ist Alexander. Der Alexander. Mal sehen, wie weit kann er mit einem Punkt. Da braucht er zwei. Ist ja egal. Zwei Punkte, dann hat er noch zwei. Ja. Ja, dann ist diese dämliche Ölpritze. So, wie sieht denn Alexander so aus? Naja, der Baum kämpft gerade, also der greift sieht ja noch richtig gut aus, aber magische Rüstung ist weg. Feuer war nicht gut, aber ein bisschen Blitz auf den da. Ja. Ja, Blitz ist gut. Wir kriegen ihn schon klein, dauert nur ein bisschen. Bestie. Kann er nur aus der Nähe machen. Der geht vermutlich auch nicht so weit. Nein. Und geh mal ein Stück vor. Das sind zwei, das reicht. Hagelschlag ist ja gar nicht so schlecht. Ja, aber den kann er nicht mehr. Der fehlt. Braucht drei. Ja. Das ist nicht so gut. Aber ein bisschen Blitz hilft auch. So, das ist nicht viel, aber es reduziert ihn nach und nach. So, Metamorph ist dran. Petrella muss jetzt auch sehen, dass sie eine bessere Position erreicht. Ja, auf jeden erreicht. Fall. Der braucht eine. Da schon hoch. Ja. Ja, man muss aufpassen. Ja. Ja. Gut. Gut. Viel mehr kann sie nicht mehr machen. Nein, sie kann gar nichts mehr machen. Sind die wieder dran? Beenden. Schützen ist dran. Erste Hilfe? Sag mal, Spinti, hast du es gesehen? Ja. Ich glaub's einfach nicht. Na klar, die machen natürlich, die wollen ihren Alexander schützen und hochpäppeln. Sind derart dämliches Pack. Alexander ein ist ja nur so eine dämliches so eine Pack ist das. So. Jetzt Scapegoat. Nein, so eine, ach, was auch immer. Alexander ist ja im Grunde nur jemand, den wir einfach benutzen. Ja, geht nicht. Trotzdem muss er weg, weil er so dämlich ist. Aber auf dem Wurm wird es auch schwierig. Er hat ja auch. Der geht auch nicht. Er muss ran. Naja, jetzt weiß ich nicht, wer schlimmer ist. Dieser komische Wurm oder diese Magister, wer immer was ist für ein Magister, der den Wurm heilt. Nee, er hat nicht den Wurm geheilt, er hat Alexander geheilt. Erste Hilfe hat er auf Alexander gemacht. Ja, wirklich? Ja. So, jetzt ist er da, umarmt ihn. Jetzt ist er da. Ich hoffe, ich habe uns nicht zu sehr abgefackelt. Naja. Petrella ist beschleunigt, aber brennt nicht. Und wer steht noch drauf? Finde ich aber auch, wenn man einen Spruch nimmt, verbrennt irgendwo und dann brennt man selbst. Das würde ich auch nicht gerade sagen, dass das von hoher Intelligenz zeugt. Nee? Nein, wirklich nicht. Ach, du verstehst das nicht.
Muss die kleine Inkarnation. Kannst du auch noch ein Feuer stellen? Inkarnation ist dran. Wo ist sie denn? Ich suche die immer. Ach, da hinten steht sie. Ja, die ist immer noch da hinten. Mann, da kann sie ja nur gar nichts machen. Nö, da kann sie nichts machen, aber wenn du sie da vergisst. Naja, die kommt nicht so oft dran, sonst hättest du die ja. Vielleicht war sie festgefroren, hat sich sie nicht bewegt. Ja, muss bis ganz nach vorne, dann wird sie keine Brot drin. Aber muss ran, hilft nichts. Kleiner Zitterer. Ich, ja. So, jetzt ist der Wurm mal wieder dran. Fein. Hol mal den Prinzen hier runter. Subjekt auswählen. Ich sagte dir, ach, Finn ist hier. Ja, ja. Der Prinz. Das Ziel ist blockiert, das geht doch gar nicht. Aber Zielpunkt auswählen. Blockiert. Zu weit. Mann. Hier gibt es eine Leiter, aber die geht auch nur da, ja, da hoch. Da muss er hier rumlaufen. Das ist ja auch bescheuert. Blockiert und verfluchtes Blut. Das ist alles nicht gut. Ja, gut, was aber irgendwann muss er ja mal irgendwas machen, damit es weitergeht. Vielleicht ja, ist ja gut. Ich suche hier einen Platz. Weiß. Da oben brennt es auch. Aber ja, dann da oben kann er rausgehen und dann kann er den da oben auch zur Brust nehmen. Meinst ja. Du? Ja. Der arme Kleine. So. Ja, was soll's? Ja, natürlich. Ist auch nur eine Inkarnation. So, oder? Ja, der ist nicht besonders feuerempfindlich. So, jetzt. Zu weit weg. Das Ziel ist so weit weg. Na gut. Sag mal, wo ist denn Alexander eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ich sehe den gar nicht mehr. Der müsste auch da oben stehen, da wo der andere ist. Nicht hier. Ich vermute, Alexander ist schon hin. Hä? Ja, da ist er. Nee, da ist er mit dem Morpho, da ist der Alexander. Das meinte ich ja. Dann. Das habe ich gemeint, das sind zwei. Und einer davon ist Alexander. So. Jetzt ist Alexander dran. Stab des Magiers, das Sturmwort an mir. Ja, ist aber fehlgeschlagen. Außerdem stört sie nicht besonders. Ach, guck mal, der Lehren erwachte Dings hier, Bums, der ist verwesend. Hast du gesehen? War der immer schon verwesend oder verwest er erst jetzt? Ich glaube, der verwest erst jetzt. Irgendjemand hat. Na, wir nicht. Ja, irgendwas auf ihn gemacht. So, roter Prinz, ja, das hat ja nicht geklappt. Der rote Prinz mit brennt, dem da rüber schicken. Aber Bestie ist jetzt erstmal dran. Was macht er? Muss auch mal ein bisschen ja. Auf Petrella achten, die sieht nicht mal richtig gut aus. Keine Ahnung, wo sie ist. Aber sie kriegt da wohl immer was ab. Was willst du machen? Ja, ich wollte Frostrüstung machen, aber er hat sich schwer überlegt, ob er es machen soll. Ich vermute, er hat es sogar gemacht. Die beiden da oben wieder löschen. Nee, warum? Kann er nicht erreichen. Das ist äußerst blöd hier, Mensch. Na. Gut. Auch gut.
Das kommt diese Metamorph an. Ziemlich auch schlimm. Ja. Da sollten wir uns ziemlich ja, der macht den auch immer wieder ganz. Jetzt kommt der Wurm. Ja, gut gemacht. So. Prinz, mach mal das Feuer hier aus, das stört mich. So. Aber er hat nichts, womit er hier oben hinkommt. Na gut, er könnte den Ding schmeißen. Gehen. Ja, gut. Greifst den an. Klein. Und er hat den gekillt. Der ist so niedlich, er ist so winzig klein. Ja, der ist toll. Aber ich habe ja schon so auf dem die kommen bald, aber die sieht nicht gut aus. Ja, ja. Machen wir erste Hilfe auf Petrella. Wenn du sie findest, wo ist es? Ja, ist doch gut. Aha, hat dir geholfen. Aha. So. Kommst du denn da hoch? Ungültiges Ziel, da bist du ja. Ja. Dann schlacht ihn. Mach ihn kaputt. Ein kleiner Sehnenreißer ist doch immer hübsch. Oh. Ah ja, weg ist er wieder. Schau mal, jetzt haut er auf unseren armen Freund ein. So, aha. Bestie wurde weg teleportiert. Ja, so ist es ja okay. Man, es ist weit weg, dummerweise, aber er ist nicht im Feuer gelandet oder irgendwo sonst. Ja. Wo es immer wieder wehtut. So da. Ist die Frage, wo geht er hin? Das ist zu weit weg. Viel zu weit weg. Wir nehmen uns erstmal die hier vor. Nee, weißt du was? Wir machen mal das Feuer aus. Das ist ja. Stört so weit entfernt. Hier. Nee, ist ja gar nicht Feuer. Wo ist denn das Feuer? Hm? Er hat doch Feuer. Wer? Oh, Mensch. Ich dachte, du wolltest das Feuer ausmachen. Brauchst du dafür ein Gegenfeuer oder was? Nein. Ich will Regen haben und kein Feuer. Du bist aber von, hast du ein Feuer gesehen? Ja, keine Ahnung, warum ich hier was Feuer erzähle. Die Schlacht hat mich. Etwas verwirrt. Ich weiß gar nicht, was das ist, was hier immer durch die Gegend fleucht und kreucht. Hagel. Ja, keine Ahnung. Ja, hier, was kommt er nicht dran. Hier muss man hier hoch, da muss man hier drum rum. Aber den könnte er vielleicht dann erreichen. Es ist äußerst blöd. So. Jawohl. Kommt der. Er kommt, das ist schön. Ja. Ja. Komm her, Kleiner, komm. Ja, unsere kleine Inkarnation. Ja, ja. Der arme Kleine muss leiden. So, jetzt hier, dass wir den hier umbringen. Da muss er einen Schritt dran, es hilft. Für etwas, was mich nicht wirklich erfreuen würde. Das ist so richtig abzumachen. Schlecht aus. Sonst reicht das nicht. Klein ist noch da. Der ist ja weg. Ist er tot, ne? Der Wurm. Der Wurm ist hin. Ja, genau. So,
mehr kann er sowieso nicht machen. Hat er aber nicht schlecht gemacht. Hat er gut gemacht. Wo ist denn hier die Leiter eigentlich? Da unten, da genau, wo er dran steht, würde ich sagen. Ja, seine Leiter. Ich meine jetzt die Leiter darüber. Ach, die, ja, die. Aber so, er wird sie schon finden. Da bin der ich Kleine, ziemlich der sicher. Doch die Leiter. Da ist sie, ja. So, hier. Jetzt müssen wir uns hier drum kümmern. Fane? Fane. Dreh dich um. Hau den, Alexander. Mensch, ja. Mach den alle endlich. Ja, das wird auch wirklich Zeit jetzt, dass er den kaputt macht. Alexander ist Geschichte. Ist weg, Gott sei Dank. So, da haben wir jetzt noch einen. So, jetzt kann er... Nicht nur einer. Weg mit ihm. Nuisance sind die. Einfach nur Nuisance. Bestie. Kriegt er nicht, muss er auch ein Schrittchen Ziel. Nach vorne gehen. Na ja, das lässt sich ja machen. So. Mach den kaputt. Ach, der hat noch viel magische Rüstung gehabt. Blockiert durch magische Rüstung. Habe ich nicht aufgepasst. Das war jetzt nicht so ja, gut. Ja, schon gut. Aber jetzt kann er wenigstens kein Blödsinn machen. Mörder! Der Sohn Lucians ist tot, ja. Also wenn er ja. So einen dummen Typen gezeugt hat, tut es mir leid um alle beide. Oh. Moment, gucken. 0-0 ist völlig egal, was wir nehmen. Dann nehmen wir einen Eispfeil, also vorzeitig aus der Versteinerung erwachen sollte. Ja. Der kämpft immer noch gegen unsere niedliche kleine. Ja. Inkarnation. Kann ihn aber gar nicht treffen, weil der zu nah an der Wand steht. Ja. So, Prinz, jetzt mach ihn kaputt. So, hingerichtet hat er ihn. Dann war es nur mehr einer. So, ja, dann werden wir mal gucken, was mach er mit dem... Mach dich mal auf die Socken. Alle. Und zwar schleunigst. Ja, genau. Ich bin's leid, hier rumzuhängen und hier... Ja. Dieses unendliche... So. Diesen unendlichen Kampf zu führen. Du machst den jetzt kaputt. Aber dieser Wurm war natürlich keine angenehme Überraschung. Nee, der hat uns ganz schön aufgehalten. Fane muss einen Punkt nach vorne. Dann, wie viel hat denn der noch? Naja, ein bisschen hat er ja, noch. Ja, der braucht Fuß. Physisch, da bringen unsere... Dinge und magisch hat er noch. Allzu viel. Ja, schmeiß mal ein Messer. Ist so weit entfernt unser Ziel. Geht nicht. Na gut, dann geh hoch. Da war nichts, Mann. So, aber dann. So, hat nicht okay, ganz so gereicht. Hat er nicht mehr. Das ist eine sogenannte Scharfschützin. Ja. Die hat sich jetzt ausgeruht. Ja. Und ist er hingesprungen. Steht sie beim Wurm. Ja, dann. Bestie. Das ist ganz gut. So, jetzt ist sie ein bisschen kalt. Was können wir noch machen? Na, ist blöd zu erreichen. Da kann man nur von oben was draufschmeißen. Ja. Viel braucht sie nicht mehr. Aber ich glaube, das trifft hier nicht. Oder? Kannst probieren. Ja. Doch. Ja, das war genau richtig. Tada. Das war's mit denen allen. Ich würde sagen, also. Das ist ein ganz schön langer Kampf gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das hier besser machen können, aber... Well, quite the mess you've made here. Ja, ne? Ach, schon so, wieder was, diese was, bist du denn? Fußkamera. Ja, Maladie. So.
Wir haben das Chaos nicht angerichtet. Es war Alexander und Co. I'm Melody, and you're... Als ob du das nicht wüsstest. She steps forward, ja. Grabs you behind the neck with alarming strength and pulls you close. She sniffs twice. Hä? Her nose at your ear. Then, oh, die Arme friert. Oder tut's ihr so weh? Aua. Ich glaube, die ist nicht ganz sauber. Die ist nicht ganz dicht. She releases you and grins, running tongue over teeth. Beißt du ein Läppchen ab. God woken. Bist du deppert? Bist du ein bisschen wahnsinnig? My mother certainly thought so. Ja, ja. Wenn es deine Mutter schon gedacht hat, dann würde ich sagen, stimmt's wahrscheinlich. Ach, natürlich nicht, niemals. She leans back, looks you over and smirks. Ach, wenigstens sind Ohrläppchen über für sie. Meinst du? Und wenn sie Ohrringe tragen will? Oh ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Oh Mann. So, ja, God woken. You're what gets some of us out of bed each morning. What do you make of that? Ist mir völlig wurscht. Ja. Of course not. Not you. You're an independent, right? Ja. Well, first things first. She peers at you closely, a knowing squint in her eye. Tell me, which of those little gods did you meet? And what did they teach you? Kann man ja sagen, dass wir ja heilig begegnet, genau, sind und der uns den Segen beigebracht hat. Mhm. Aber kleine Götter, da hat sie recht, diese Deppen, die sich gegenseitig alle sieben bekämpfen. Ne? Das sind absolute Idioten. Ja, das ist natürlich für den Hammer von Vorteil. Ja, denn die kämpft ja auch gegen die Echsen und gegen die Zwerge, ja, die wir gehört haben. Die kann sie alle gegeneinander auf und gegen aufhetzen. Die gegen uns sowieso. Her eyes go wide. Go on then. Show me what he taught you. Oh. Gut, können wir auf sie machen. Hey, that stings. Naja, also wenn du was du kannst, können wir auch. Ja, das brennt. Ja, gut so. She examines her hands, where the skin sizzles slightly beneath their newfound aura. As the spell fades, the skin heals once more. Her whole body seems to relax. You really are God-woken. I'm happy. Oh, how unbecoming. Kann irgendjemand die Kamera mal ein bisschen nach oben ausrichten? Tja. Damit wir wenigstens ihr Gesicht sehen. Och, muss das sein? Wir sehen es ja hier auf dem Ding hier unten. Naja, ach so, du meinst, das reicht das ja. Das reicht, ja. Vorne sehen wir sie von unten und die Hälfte links ihres Gesichts sehen wir ihr Gesicht. Come then, we set sail, your destiny awaits, etc. Naja, wir werden jetzt erstmal hier alles plündern, was wir plündern können. Ja, genau. Also, was für ein Schicksal. You'll have to ask the Meister about that. She's dying to meet you. Meister Sieber, hat da jemanden eh geklaut? Tja. Melody beckons you to the boat. Nee, nicht so gleich. After wir you, müssen hier darling. Plündern. Ah, hier kommen wir nicht wieder zurück. Sie bitten zu warten. Ja, klar. As you wish. Ja, gut. Ja. Genau das wir wollen wünschen. Wir. So, wir machen jetzt Schluss. Dann kommen wir in aller Ruhe plündern in der nächsten Folge, okay? Genau. Bis dann. Wir werden in Ruhe plündern und zeigen dann, was wir gefunden haben. Genau. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.